No. Jawoll. Oh. Endlich mal wieder ein Gegner, der mir alles abverlangt hat. Hallo und willkommen zu einem weiteren Elden Ring Video. Wir erkunden weiter Haus Vulkan. Hier geht's eine Leiter runter. Ja, ein bisschen in der Lava rumlaufen. Jetzt war ein Schnitt drin, den ihr natürlich nicht gesehen habt, deswegen wurde ich von angegriffen von dem Gegner. Aber nichts weiter interessant. Ist nichts weiter Schlimmes. Feuersichere Trockenleber, ja. Die wollen unbedingt, dass ich das jetzt hier mal öfter einsetze, was auch Sinn macht. Aber ich würde eher... Solange es nicht nötig ist. Ach komm. Ich könnte einfach einen Talisman einsetzen, nämlich erhöhte Resistenz gegenüber Feuer habe, aber bisher war es nicht nötig. Ich möchte alles haben. Ach, hier. Wo ist das Bestialische hier? Genau. Ich mach's da genau falsch. Hier wird es wahrscheinlich überhaupt nichts geben. Sagt es nicht. Verdammt. Schön in der Lava rumlaufen. Boden ist Lava. So, dann schauen wir doch mal weiter. Ich wurde schon beschossen. Oh. Bäh? Das war komisch. Schmiedeschein 6 zweimal. Sehr gut. Das war ja fast klar. Ich laufe lieber 3, 4, 5 Mal an derselben Stelle entlang und gucke in jede Ecke, damit ich nichts verpasse. Als hier einfach gerade durch zu rennen. Oh. Goldrune 9. Oh, das ist wirklich gut. Schwellender Schmetterling brauche ich nicht wirklich, da ich davon bestimmt schon 1000 habe.
Oh, da ist eine Höhle. Wie ich gesagt habe in der letzten Folge. Wird es da hinten irgendwo eine Höhle geben? Das war nur eine Vermutung. Kein Wissen. Dunkelschmiedestein 6. Kann man immer gebrauchen. Hilft mir. Okay. Ich wollte trotzdem erstmal hier unten noch weiter erkunden. Ah, hier geht's auch nach oben. Na super. Hier ist sogar noch so eine Schnecke. Eine Lava-Nacktschnecke. Ach, das ist noch so ein Magma-Lindwurm. Gleich mal weg. Weg mit dir. Falscher Trank. Den wollte ich. Das ist nicht mal ein Boss. Shit. Oh, ist die Hunde hier draußen. Da war ich halt tot. Musste mich mal kurz stumm schalten, weil dieser Hund hier draußen genervt hat. So, jetzt versuchen wir es nochmal ohne irgendwelche Hintergrundgeräusche. Danke. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er ganz schön viel ausgehalten hat, der Lindwurm. Aber ich bin falsch gelaufen. Ah! Falsch. Oh, Kollege. Beschmeißt er mich einfach? Was ist das hier? Ach, bloß ein Fenster. Na klar. Du denn her? Was hat denn der für eine Waffe? Synchronleuchter mit Arm. Billig. Wo ist der Magma-Lindwurm? Schwelender Schmetterling.
Hallo? Was für ein Scheiß? Hä? Ich check grad gar nichts. Ist klar, da will ich es einfach. Ey. Ist gut, wenn man hier hingeht, dann kommt er direkt hoch. So das Gefühl, dass es besser ist. Ey. Das ist ein Mistvieh. Das ist ein Dreck, was der hier macht. Wir konnten noch nicht mal angreifen und meine Viecher sind schon tot. Super. Eins ist tot. Und das beide. Was will man da machen? Außer sterben. Apropos sterben, ich habe meine Ruhen noch nicht geholt. Komm doch mal da raus. Das ist eine Scheiße, Alter. Nee. Ah, natürlich. Schön in der Lava bleiben. Und dann das machen. Richtig. Nee. Nee. Ist einfach nur dumm.
Das war klar, diese Fratze Elende. Aber Elektrizität ist das Richtige. No. Jawohl. Oh. Endlich mal wieder ein Gegner, der mir alles abverlangt hat. Das war eine harte Nuss. Jetzt gucken wir unsere Belohnung an hier. Wie viel der Versuch war das jetzt? 8., 9., 10.? Ich weiß gar nicht mehr. Ihr werdet wahrscheinlich nicht alles davon sehen. Mein Geflure und so. Also ihr wollt sowas sehen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, aber ich bezweifle es. Ich habe die ganze Zeit geguckt, was ja am meisten anfällig ist, und es ist Blitz. Mit dem, was ich rausgefunden habe. Schmiedestein 7, genau das, was ich brauche. Immerhin, das war lohnend. Oh. Jetzt raus hier. Aus dieser Ecke. Klar hätte ich mir den Schmiedestein 7 hier hinten holen können und den Gegner einfach ignorieren können, aber das will ich nicht. Ich will mir das hart erkämpfen. Hinten gab es einen Fahrstuhl, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, hier hinten ist gar nichts weiter. Ich dachte, hier liegt etwas. Drache voraus, ja. Mich schon erledigt. Aber hier gibt es eben ein Drachenherz. Das ist vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Zack. Zack, zick, zack. Oh, da ist wieder einer. Na klar. Verarschen, Kollege. Huah.
Vielleicht. Ja, okay. Vielleicht tut man ja gar nicht die Leiter nach oben nehmen. Die Brücke. Die Brücke. Die Brücke nach oben fahren, sondern vielleicht geht man einfach nur rundherum. So wie ich es jetzt wahrscheinlich gemacht habe. Oh, das ist wieder so ein Typ. Da diese Folge jetzt schon eine ganze Weile geht, gut, vielleicht nicht ganz so lange, aber werde ich an dieser Stelle dann doch aufhören, oder? Ich guck mal schnell, ob es hier einen Gnadenpunkt gibt. Der liegt auf jeden Fall etwas. Das nehmen wir doch mal mit. Mir scheint 5. Die da mit schwarzen Flamme, der Typ, die sind gar nicht so schlimm, wenn man weiß, wie man es machen kann. Sprung mit schwer ausweichen. Sprung, schwer und einen leichten. Jetzt müsste er down sein, ja. Ich habe den schon mal gefahren wegen dem Rüstungsset. In einer anderen Stelle. Schwarzflammenstulpen, genau dieses Rüstungsset. Ja, das ist doch ein Boss, oder? Das ist doch ein Bossbereich. Ah! Gut, dass ich nicht aufgehört habe. Hätte ich ja selber rüber gucken können. Ah, manchmal. Oh oh. Bringt er jetzt einen Gegner mit hoch? Scheiße. Oder was? Warum gibt es da vielleicht eine Cutscene? Na toll. Ein bisschen stutzig. Wie ein Traum. Vielleicht hat er wirklich irgendeinen Bereich freigemacht oder was? Ich weiß nicht. Unten werde ich mir sowieso alles nochmal angucken. Aber hier ist mein Gnadenpunkt. Kein neuer, aber eine Abkürzung. Darum lieben wir diese Spiele so sehr. Yay, ich level aber echt nicht, schade. An dieser Stelle werde ich die Folge doch trotzdem beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Elden Ring Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.